Land Steiermark, der Sozialhilfeverband und die Familienakademie der Kinderfreunde Steiermark machten es möglich, dass im Mürztal das erste Eltern-Kind-Zentrum, kurz E-Kids genannt, eröffnet werden konnte. Im Rahmen einer Festveranstaltung trafen sich die politisch Verantwortlichen auf dem Hauptplatz in Mitterdorf, wo auch die Kinderfreunde mit einem Spielefest die Jugend begeisterte. Nun, was bietet E-Kids? Es geht darum, den Eltern die größtmögliche Unterstützung zu bieten in Erfüllung ihrer Erziehungsverantwortung, weil wir haben großartige Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen, aber die Hauptverantwortung für die Kindererziehung kann und soll den Eltern niemand abnehmen. Und hier wird den Eltern aber die Unterstützung geboten, die sie brauchen, in Form von Elternbildung, in Form von Austauschmöglichkeiten, Erfahrungsaustausch, und hier arbeiten beim Team der Kinderfreunde wirklich hoch engagierte Leute. Also ich hoffe, dass dieses Eltern-Kind-Zentrum wirklich ganz, ganz tolle Nachfrage hat. Betreut wird das Eltern-Kind-Zentrum Mitterdorf von der Familienakademie Kinderfreunde Steiermark mit einem sehr umfassenden Programm und Informationsmöglichkeiten. Das Eltern-Kind-Zentrum ist für alle da, für Eltern, für Großeltern, für Kinder natürlich in erster Linie, und bietet ein sehr umfangreiches Programm an. Von Babys über die Musikflöhe, über die Zwergerl und Riesen im Wald, aber Lernberatung am Nachmittag. Eine Märchenerzählerin wird kommen und die Kinder und mit den Eltern in das Reich der Fantasie und der Märchen entführen. Mutter-Kind-Yoga haben wir auch im Angebot, Eltern-Kind-Massage. Die Stöpseltreffen und die Windeltänzer werden durchs E-Kids herumflitzen. Ein sehr umfangreiches Programm. Für all jene, die mehr wissen wollen, empfiehlt E-Kids-Leiterin Sabine Thorn. Keine Hemmschwelle haben, einfach kommen. Wir haben auch für werdende Mamas, also Schwangeren-Yoga. Wir haben für die, die gerade das Kind bekommen haben, auch Rückbildungsgymnastik. Eine Hebamme ist bei uns im E-Kids zu bestimmten Zeiten da, wo man Gespräche führen kann. Und wir sind für sämtliche Schwierigkeiten da. Unterstützt wird das alles durch Elternbildung. Viele umfangreiche Angebote am Abend, zum Beispiel Verwöhnfalle, nur das Beste für mein Kind, Fragezeichen, wo man sich Tipps, Tricks und Informationen holen kann. Die Gemeinde Mitterdorf konnte die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und Bürgermeister Walter Berger ist sehr stolz, dass dieses Eltern-Kind-Zentrum verwirklicht werden konnte. Unser Abgeordneter Markus Zielisko hat mich angesprochen, dass es im Bezirk mit Zuschlag noch kein Eltern-Kind-Zentrum gibt, und was ich davon halte, und wir haben uns zusammengesetzt. Ich habe ihm gesagt, wir hätten Räumlichkeiten, und haben dann Kontakt mit dem Sozialhilfeverband aufgenommen, und damit wirklich alle Gemeinden dabei sind. Jetzt liegt es an den Eltern, diese Einrichtung auch wirklich zu nützen. Wie heißt es so schön? Willst du für dich und deinem Kind was Gutes? Dann ist es wichtig, man tut es.